gleich danach. Ja, der Text heißt, was mir heute passiert ist. Das ist der Titel. Das ist ein guter Titel, oder? Na gut. Ihr werdet schon sehen. Und es beginnt mit einem Zug, wie ich es gesagt habe. Regulierst du den Ton die ganze Zeit nach? Mach lieber nicht. Danke. Aber Applaus für den Thomas. Wie heißt du? Jan. Applaus für Jan. Aber jetzt nichts mehr regeln, okay? Danke. Los geht's. Ich will in den RE in Richtung Aachen einsteigen, da kommen mir schon die ersten Menschen aus der Bahn entgegen. Um mich herum stehen andere ungeduldige Menschen, die das zwar wahrnehmen, aber das ist denen egal. Also gehen sie, während andere Menschen aus dem Zug aussteigen wollen, schon in die Bahn rein. Dadurch entsteht ein Stau, nichts geht mehr voran, es wird wieder Verspätung geben, denke ich, und ich frage mich, was wohl die beste Lösung sei, um in der Situation fertig zu werden. Also schrei ich einfach ganz laut, ihr scheiß Dreckswichser. Und dann zur nächsten Zugtür, der auch Menschen versuchen auszusteigen, während andere Menschen schon aussteigen wollen. Überall ist es gleich, denke ich. In meinem Abteil höre ich dann ein Baby schreien und mir fällt wieder ein, dass ich meiner Wissenssendung gehört habe, dass Babys genau den Frequenzgang des menschlichen Ohres treffen. Und ich sitze in meinem Sitz und denke mir, stimmt. Aua. Dann steigen Fußballfans ein und es beginnt ein schönes Chanson. Also Lied. Ich stimme mit einem, aber anstatt an der richtigen Stelle Dresden zu singen, singe ich aus Versehen Bochum. Stimmung kocht. Klimaanlage funktioniert nämlich auch nicht. Aber das Gleiche, denke ich. Irgendwann steige ich dann aus und versuche, mein Leben sinnvoll fortzusetzen. Ich weiß noch nicht genau, wie, weil ich Künstler bin und keinen normalen Beruf habe. Ich kann mir keine Dinge in der Stadt kaufen, weil ich arm bin. Also gehe ich zu der M und klaue ein Duschgel, eine Zahnbürste und eine Packung Bananenchips. Aber die schmecken furchtbar, weshalb ich es einem Obdachlosen gebe. Der sich furchtbar findet und seinen Hund gibt. Der sich furchtbar findet und zurück in der M-Warnschild gibt und sich beschwert, wie furchtbar diese Chips sind. Zumindest die Gedanken, die ich habe, während ich in DM stehe und mein Leben noch einmal überdenke, vielleicht sollte ich mit dem Denken irgendwie aufhören, aber ich weiß nicht genau, wie das gehen soll. Drogen fällt mir ein. Drogen wäre eine gute Idee, aber ich habe kein Geld, habe ich ja schon gesagt. Und auch keine Lust auf Drogen. Irgendwas muss ich immer machen und ich kann nicht weiter vor dem DM stehen bleiben. Der Security-Typ hat mittlerweile schon so einen komischen Blick drauf, weshalb ich überlege, dass ich besser weitergehen soll. Was mache ich überhaupt nochmal hier? Wieso bin ich überhaupt heute hier in dieser komischen Stadt? Ach ja, heute Abend ist Poetry Slam. Ich lese einen Text vor. Welchen Text soll ich überhaupt vorlesen? Ich habe einen coolen Beatbox-Text, der ballert immer ganz gut. Die Leute finden Geräusche mit dem Mund cool. Ich habe noch einen anderen Text, den ich super lustig finde, aber das Publikum nicht. Dann kommt wieder der andere Poetry Slammer zu mir, beglückwünschen mich zu diesem genialen Text, während das Publikum denkt, dass ich voll den Lattenschuss habe. Okay, habe ich auch. Aber ist doch scheißegal, das ist ja gar nicht so zum Lachen war, besonders klug oder feinfühlig lyrisch, so wie Julia Engelmann, der das feiert auch den Menschen, das ist doch der Shit, habe ich gehört. Und dann habe ich letztens in so einer Sendung gehört, dass ich von einer Agentur gepusht wurde und deshalb so durch die Decke ging, verdammte Scheiße, wieso lese ich überhaupt hier so einen Scheiß, wieso bashe ich Julia Engelmann, ich soll mich mal hier auf mich konzentrieren, Scheiß, was lese ich denn heute Abend, ich kann nicht immer so einen krassen Scheiß schreiben mit einer Moral oder einer Liebesgeschichte oder Pimmelwitzen. Scheiße, mein Auge ist jetzt 30 Mal zusammen, komm mal wieder zu dir. Ich stehe immer noch vor dem Security-Typ und mittlerweile schon Verstärkung gerufen. Ich meine, ich stehe doch nur hier und schaue in die Luft. Schaue ich komisch oder was? Mache ich irgendwas komisches? Scheiße, schaue ich komisch? Ich weiß es nicht. Man, ich verzeuge, was ich von außen sehen könnte. Ich habe keine Ahnung, wie ich von außen aussehe. Vielleicht sehe ich komisch aus, weiß ich nicht. Ich habe mal gehört, dass gute Laden, die wir sehen können, wenn man etwas klauen will, wenn man in den Laden reingeht. Seitdem also, ich das weiß, gehe ich immer so in den Laden rein. Dann glaube ich aber nichts. Boom! Um sie zu verwirren! Ihre Strategie geht nicht mehr auf! Ha! Scheiße, wieso denke ich sowas? Bin ich komisch? Ich weiß es nicht. Okay, verdammt, es sollte besser gehen. Okay, ich habe noch 4 Stunden, bis das Lernen losgeht. Okay, beschäftige ich. Oh, beschäftige ich. Was habe ich denn noch so dabei? Blablabla. Ich schaue meinen Rucksack. Da sehe ich eine Flasche Cola, ein Buch von einem anderen Poetry Slammer. Immerhin habe ich sein Buch gekauft. Das war sogar ganz gut. Ich habe noch ein halbes Käsebrötchen im Notizblock und da scheiße, die Cola-Flasche ist ausgelaufen. So eine Scheiße, denke ich. So eine Scheiße! Schrei ich dann in der Fußgängerzone und merke, dass mich Menschen anstarren. Da unten habe ich einfach meinen Fuß freien Lauf gelassen. Macht doch heute keiner mehr, außer bei Frauentausch oder die Säufer in der Fußgängerzone. Die machen das noch. Scheißegal, soll doch mal gucken. Fuck it. Ist aber auch verdammt trostlos hier. Schau mich besser mal um. Alle Städte sehen gleich aus, denke ich. Da ist dann H&M, ein C&A, ein McDonalds, ein Scannershop, ein Gameshop, ein Primark oder ganz anderes Scheiß. Früher gab es wenigstens noch einen Speed. Von Ledergerber. Das war cool. Ich meine, keine Ahnung, ich glaube, das war. Vielleicht war es aber das Gleiche, aber scheiße, ich weiß es nicht. Vielleicht soll ich Geschichte studieren, dann wüsste ich sowas. Geschichte studieren. Keine schlechte Idee eigentlich, Geschichte studieren. Und das den Schülern beibringen. Und ich würde noch mehr O. Weiter. Danke. Gute Schüler. Ich würde nämlich noch viel mehr beibringen. Ich würde ihnen beibringen, dass die ersten Leute aus dem Zug rauslassen, bevor sie in den Zug reinsteigen. Und dass Primark scheiße ist und dass es okay ist, wenn man ein bisschen anders ist. Ist okay. Und
Steuern würde ich den Bayern verdammt nochmal steuern, wie man sich wehrt, würde ich den Bayern genau, wie man sich klopft, so BAM! Auf die Fresse! Und dann bringe ich den Bayern, wenn man nett ist, zusammen mit Menschen und nicht arrogant, dass die Markenklamotten mich zu besseren Menschen machen, ihr kleinen verzogenen Dreckskinder, ihr kleinen Wichser, denke ich dann. Ich wäre wohl ein guter Lehrer. Dann werde ich Lehrer! Ist das der Plan? Ich kann durch meinen eigenen Text selbst therapieren. Geil! Ich studiere jetzt Geschichte! Ich studiere jetzt Geschichte! Ja! Scheiß auf Brot, ich nehme, ich werde Lehrer! Ich werde Lehrer! Woo! Schrei ich gerade in der Fußgängerzone. Mein Security ist auf mich zu, bewältigt mich. Versuche mich mit Schlägen zu wehren, bekommt voll auf die Fresse. Eine Tüte Bananenchips fällt mir aus der Jacke. Ein Pärchen mit Primark-Tüten in beiden Händen geht kopfschüttelnd an mir vorbei. Weiter hinten sehe ich ein paar Obdachlose, die Mitleid haben. Oder vielleicht gucken die mal so, keine Ahnung. Irgendwo in der Ferne schreit ein Baby. In 7 Stunden fährt mein Zug zurück nach Paderborn. Ich blute aus der Nase, aber egal. Ich studiere jetzt Geschichte und werde Lehrer. Danke.